Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von LS22 hier auf Steelgames Studio. Mein Name ist Master Schröder und ja, wir sind hier dabei, Strohballen zu pressen. Eigentlich wollte ich diesen Acker ja mulchen, habe dann beim Herfahren mit dem Mulchendgerät, das steht dort hinten noch, gesehen, huch, hier liegt ja noch lauter Stroh und bin dann jetzt mit meiner Strohmaschinerie hier hingefahren, die ich ja schon mal bereitgestellt hatte. Ja, in der letzten Folge haben wir uns ein bisschen über Talente oder Nicht-Talente unterhalten und eventuell auch so ein bisschen über einige Fernsehshows, nicht unbedingt positiv, aber auch durchaus die ein oder andere positive herausgestellt. Aber die meisten sind negativ. Naja, gut, was willst du machen, so ist es halt. Aber kommen wir nochmal zu diesem Positivbeispiel und das ist halt The Voice. Das finde ich halt eine schöne Musiksendung und ich bin immer noch, sagen wir mal, geflasht von so einigen Kandidaten und eine Kandidatin, die jetzt bei der neuesten Staffel wieder mit dabei ist, hat mich auch ja eigentlich abgeholt oder innerlich berührt mit dem, was sie kann. Also erstmal hat sie selbst also sehr schön gesungen, wer danach suchen will, also Voice Kids ist das, ich glaube Elise und Grüne Augen lügen nicht. Also sie hat von Jeremias oder so, glaube ich, oder so, oder Jeremies oder so, keine Ahnung, weiß ich nicht genau, Grüne Augen lügen nicht. Ich kann das Original nicht, hab's mir auch bis jetzt noch nicht angehört, hab's mir nur von ihr angehört und fand das schon mal sehr schön, von dem Ganzen, wie sie es gemacht hat. Und kam auch sehr, sehr, sag ich mal, wie soll man es ausdrücken, sehr demütig so rüber, so als wenn sie das gar nicht glauben könnte, dass sie wirklich so gut ist. Aber ich denke, das war wirklich hammermäßig gut gesungen von ihr. Und das, denke ich mal, wird der ein oder andere ihr schon mal gesagt haben, sonst wird sie auch nicht dahingegangen sein oder sie wird sich auch nicht beworben haben, deswegen also nicht singen kann. Aber naja, gut, davon mal ab. Auf jeden Fall hat sie das sehr gut gemacht. Und dann kam es halt eben, im Prinzip der Sendung ist halt, ne, jeder, der sich umdreht, dann wird dann halt eben so geguckt, dass die vier Coaches oder Coaching-Stühle dort halt eben so ein bisschen um das Talent kämpfen, sich so gegenseitig vielleicht in die Pfanne hauen, dies, das machen, sonst irgendwas dergleichen. Und mitunter kam dann halt eben so ein bisschen auf, so was sie so singt und ähnliches. Und dann hat sie halt eben erzählt, dass sie selber auch schon Lieder geschrieben hat. Und naja, wie es in so einer Sendung halt ist, wo es um Musik geht und wo man dann halt immer gucken will, was kann dann das Talent, wurde natürlich gesagt, ja, willst du es denn singen? Und dann hat die ihr selbstgeschriebenes Lied dort vorgetragen. Das gibt es auch mittlerweile als Einzelvideo auf dem Kanal von The Voice Kids. Stummes Klavier. Halt eben von Elise vorgetragen. Und kannst du so nehmen, kannst du wirklich so nehmen, wie es ist? Vielleicht ein bisschen dann nochmal einen Tontechniker drüber gucken lassen oder sowas und dann ein bisschen was da dran an zwei, drei Stellen vielleicht noch ein bisschen die Aufnahme halt verbessern über Tontechnik. Aber ansonsten ist das Ding ein Song, den kannst du so rausbringen. Hammermäßig. Und du siehst dann in dem Moment, wo die Leute da das, also wo sie das singt und die Leute dort zuhören, also die Coaches, drei haben sich hier direkt neben das Klavier gesetzt und die von Fanta 4, die sind in ihrem Stuhl sitzen geblieben und einfach nur die Reaktion der Coaches, als das Lied zu Ende war, wo ein Musiker wie Michi Beck halt einfach da ist, steht und sagt, wow. Ne? Und hat auch gleich gesagt, kannst du so mitarbeiten, kannst du so leben. Also wirklich hammermäßig gut gemacht und mich hat das halt eben wieder sehr geflasht, weil ich bin halt im Talent befreit. Ich bin auch ein bisschen neidisch drüber, wenn andere so viel Talent haben und ich keins, aber gut, sei es denen gegönnt und soll die Leute mit ihren Talenten, die sie haben, das Bestmögliche draus machen. Und wenn jemand so verdammt gut singen kann, dann soll er bitteschön mit Musik so viel Geld verdienen, dass er davon leben kann. Gerne auch mehr, dass da noch drei andere Leute von mitleben können. Von mir aus ist ja alles, ne? Also das gönne ich jedem, den Erfolg. Ich hoffe, mir gönnt auch jeder meinen Erfolg. Von daher, ne? Ich kann halt nicht mit singen oder so. Ich könnte vielleicht dummes Zeug erzählen. Das könnte man, als wenn man das als Meisterschaft ausführt, da geht es vielleicht ein bisschen.
Da könnte ich vielleicht eventuell so den vierten Platz machen oder so. Hinter so ein paar anderen dummen Zeugerzählern, die es so gibt in der Welt. Aber, ja. Naja, gut. Egal. Auf jeden Fall war das wirklich sehr, sehr, sehr schön. Und ich kann es jedem nur empfehlen, falls ihr einfach bloß jetzt erstmal das Video zu Ende gucken und dann einfach oben die Suchleiste Elise mit Doppel-L eingeben und, also wie Elise geschrieben, ich glaube mit C sogar. Und dann The Voice Kids dahinter und dann kommt man da schon hin und dann kann man sich das angucken. Also es gibt ja immer diese lange Version, so ein 9 Minuten langes Video mit elendig viel Werbung drin. Und da hört man halt beide Lieder, das was sie vorträgt und das was ihr eigenes ist. Man sieht aber die Reaktion der Coaches, glaube ich, am Ende des Liedes oder nee, am nachher, wo sie doch, das sieht man noch, aber nachher, wo sie sich entschieden hat. Und das fand ich auch so witzig. Die ganze Show kann man übrigens bei Join nachgucken. Ach Gott, oh Gott, nur Fremdwerbung hier heute. Egal. Und aber wie gesagt, also das einfach ein wunderschöner Moment, den ich wieder sehr toll fand und wo es mir dann auch, dann sagen wir, der mich einfach auch toucht, so ein bisschen, der mich ein bisschen mitnimmt und weswegen ich diese Sendung so gerne gucke. So. Gut. Alles klar. Aber kommen wir nur zu noch was ganz anderem. Und das ist auch wieder so ein Ding. Ich erzähle euch wieder von einem Spiel, was ich sehr gerne spielen will und was ich eventuell auch rausbringen will und ob es dann was bei wird, das ist mal so eine Sache. Da bin ich mir nämlich selber noch nicht ganz sicher. Aber ich möchte gerne Werbung für das Spiel machen und dann erzähle ich ja mal ganz kurz hier darüber und wenn es mich wirklich zeitlich, es ist momentan einfach wirklich die Müdigkeit übermannt mich, ich weiß nicht, ich bin dauermüde wie Sau oder schlafe auch schlecht oder ich muss mal gucken, ob das am Bett liegt oder ich habe keine Ahnung, was das ist, aber auf jeden Fall habe ich einen recht unrunden Schlaf aktuell und deswegen bin ich so ein bisschen platt und fertig und so und will eigentlich so wenig wie möglich am Tage machen, damit ich dann halt eben nicht total K.O. bin, wenn ich dann mal abends zu Hause bin oder, ja. Keine Ahnung, ich weiß es nicht, vielleicht ist es Alter. Ist auch egal. Auf jeden Fall nennt sich das Ganze Big Ambitions, glaube ich, wenn man das richtig ausspricht. Also große Ambitionen auf Englisch. Und das ist vom Macher von Startup Company, was wir hier auch gespielt haben auf dem Kanal und was auch, sagen wir mal, relativ erfolgreich lief und was auch wir auch sehr gut hingekriegt haben, mit ein paar Hinweisen natürlich aus der Bevölkerung, wie immer, aber es war echt schön und hat auch immer Spaß gemacht und deswegen bin ich auch so auf dieses Spiel ausgewiesen. Ich kann mich halt irgendwie aber trotzdem nicht entscheiden, ob ich jetzt sage, das ist der Hit des Jahres oder das ist so ein bisschen der, oh ja, na gut, ja, kann man mal machen, so ein Titel. Ich bin mir da wirklich nicht sicher. Also ich habe jetzt so, glaube ich, 6 Stunden oder so habe ich schon gespielt. Und ich finde es eigentlich so ganz okay. Ich glaube, jetzt habe ich ein bisschen zu früh angegast hier, oder? Hier ist im Spiegel dran. Ich habe Stroh liegen lassen, aber ist ja nicht auch. Passt egal, so wie beim wie hier rauskommen. Also da habe ich wirklich, das Spiel an sich artet zum Teil, es zieht sich ein bisschen Art in Arbeit aus, anderen Stellen hat man aber immer wieder so kleine Belohnungen, wo man sagt so, ah ja, das möchte ich jetzt schaffen, das möchte ich erreichen, dann möchte ich das haben, das haben, das haben, das haben und so. Also da, es funktioniert ganz gut. Es ist im Early Access, klar, logisch, da kann alles noch viel dazukommen und ähnlichem. Wie gesagt, ich bin da momentan ein bisschen fasziniert von, spiele es auch durchaus und habe das am Wochenende so ein bisschen gespielt. Weiß noch nicht, ob ich das jetzt die Tage noch irgendwie tiefer oder näher reinspiele oder mehr reinspiele. Muss ich gucken. Ja, das ist so ein bisschen noch, was so bei mir passiert ist. Ansonsten, ja, Wochenende gut überstanden. Ich hoffe, ja auch. Und jetzt geht es halt dann dran, die Arbeitswoche auch gut zu überstehen. Aber ich denke, da habe ich ganz gute Karten. Obwohl jetzt im Umkreis so bei den Kollegen grassiert gerade so ein bisschen, weiß ich nicht, irgendwie werden die jetzt alle so nach und nach krank, da hoffe ich mal, dass es mich nicht erwischt, aber unterschiedlicher Natur, also der eine Magen-Darm, der nächste mal so ein bisschen mit Erkältung,
Will man beides nicht haben. Also Magen, Darm und Erkältung gleichzeitig ist natürlich ganz schlimm, ne? Weil wenn du beim Husten jedes Mal Angst haben musst, dass es hinten die Hose auch zerfetzt, ist nicht so gut. Ne? Das ist ja immer so ein beliebter Scherz, wenn du denn ein gutes Hustenmittel hast und deine Freunde dir dann ein Abführmittel geben. So. Weiß gar nicht, in welchem Film das mal drin war. In irgendeinem Film war das, glaube ich, mal drin. Da hat eben einer Husten gehabt. Habt ihr irgendwas gegen Husten? Habt ihr irgendwas gegen Husten? Und dann haben sie ihm dann so ein Abführmittel gegeben, damit es dann hintenrum auch schön wird. Und, ja, überlegt man sich halt zweimal zu husten, wenn es dann halt dann, ne, bei. Der Druck muss ja raus aus dem Körper und da sucht sich halt den Weg des geringsten Widerstandes und wenn es dann hinten flüssig schießt, dann ist da auch halt wenig Widerstand und deswegen. Naja, gut, üble Scherze, üble Scherze, üble Scherze. Da reden wir lieber nicht näher drüber, denn die neue Policy ist ja auch aktiv hier, was Family-Friendly Content angeht, also da sind wir ja fleißig dabei. Gut. Aber das, wie gesagt, erhoffe ich, dass es mich nicht erwischt die nächsten Tage. Ich habe übrigens bei World of Sweets habe ich jetzt mir, also ich gebe immer in der Arbeit Hohlkörper aus. Klingt jetzt schwieriger als es ist, also Schokoladenhohlkörper. Also zu Ostern halt keine Osterhasen und zu Weihnachten gibt es halt kleine Weihnachtsmännerchen. So und ja, da habe ich jetzt meinen einen Großteil bestellt, dass ich da ein bisschen was verteilen kann zu Ostern. Da freue ich mich immer drüber. Also ich freue mich immer drüber, wenn meine Kollegen sich freuen, wenn sie ein bisschen was bekommen. Natürlich auch da Stofftier gekauft, keine Ahnung warum, aber also die waren halt süß, die Stoffhäschen, die da sind. Und da dekoriere ich dann durchaus auch meinen Arbeitsplatz. Ich weiß nicht, keine Ahnung, was da so, aber da habe ich so ein bisschen, ich glaube, das habe ich irgendwie ein bisschen von meiner Mutter mitgekriegt. Dass ich dann so ein bisschen den, meinen Arbeitsplatz oder so, meinen Rechner dann doch schon durchaus dem nächstgrößeren Event mäßig anpasse. Aktuell sitzt nämlich hinten auf dem Monitor drauf einen Elch von Weihnachten und naja, da kann man ja jetzt immer dann einen Hasen, einen Osterhasen hinsetzen. Ja, genau das wird halt passieren jetzt morgen dann. Naja, mal gucken, wann die Reaktionen sind wieder. Bei allen anderen, übrigens vor dem Ballen haben wir gehockt gerade am Anfang der letzten Folge. Der ist nämlich hier durch die Gegend gekullert, den habe ich nämlich festhalten wollen. Deswegen hatte ich mich da hingehockt. Ja. Dekoriert ihr zu Hause zu Ostern oder zu Weihnachten um großartig? Also macht ihr da viel? Also ich zum Beispiel zu Weihnachten Lichterketten und so ein Gedöns habe ich nicht. Ich habe auch keinen Weihnachtsbaum zu Weihnachten in meiner Wohnung. Gut, liegt aber auch daran, dass ich Weihnachten meistens nicht in meiner Wohnung bin, sondern meistens unterwegs dann. Bei Verwandten und ähnlichem sind da Weihnachten feiere. Bin jetzt, sagen wir auch nicht der ganz große Weihnachts- und Deko-Freund, aber ein paar Kleinigkeiten, also ein Kuscheltier mal so hinsetzen irgendwo, was dann schön aussieht oder was ich niedlich finde. Da komme ich nicht dran vorbei, ja, da kriegen sie mich jedes Mal mit. Also auch so diese Pakete, wo dann so Süßigkeiten und Kuscheltier zusammen sind und so, dann fällt es mir wirklich mal schwer, dran vorbeizugehen. Also da kriegt mich die Industrie mit. Da habe ich schon einige. Ja, das komische, der Elch, der jetzt da, von dem ich erzählt habe, der jetzt aktuell auf meinem Monitor huckt, der stammt ja auch, glaube ich, aus so einer Milka-Verpackung, wo dann so ein Stofftier mit dran war und darunter dann halt die Milka-Schokolade für Weihnachten und so. Naja. Ja, so ist das halt, nicht? Und hier ist er bald zu Ende mit dem Stroh machen, das ist ja schön. Oh Mann, um 12.18 Uhr. Ich habe nochmal den anderen Auftrag angenommen, Feld 69 will ich ja unbedingt ernten. Das wird auch mal spannend. Feld 68 auch noch dazu kriegen, das wäre natürlich ideal. Cool, Stroh eingesammelt. Letzte Bahn. Ich hätte mal den Ballenzähler rückgängig machen sollen, oder? Könnte das sein, dass es aktuell 99 sind? Na. Könnte sogar hinkommen. Oh. Ah, da werden wir einige Male fahren hier. Hier liegen echt viele Ballen rum, ne?
Ich glaube, mit jeder Fahrt kann ich 40 Ballen durch die Gegner. Na gut, und jetzt ja eigentlich. Wenn wirklich 100 Stück hier sind. Ich glaube, die kriege ich auch alle denn unter, ne? Ich 176 kriege ich, glaube ich, unter im Dings, im Lager. Bin ja noch in dem Stadium, Lager füllen. Noch ist ja nicht. Ich muss mal gucken. Oh Gott, ich glaube, bei meinen Kühen das Futter, das muss auch langsam aus sein. Schon lange keine Futtermischration mehr gemacht. Mischfutterration. Oh Gott, ja, das fällt mir gerade ein. Die haben noch 2000. Die haben noch 2000, die haben noch 8000. 4000, ja, muss ich auch machen. Und hier müssen wir auch nach. Also Tiere müssen wir unbedingt machen, ja, okay, gut. Da ist Bedarf. Naja, gut, macht ja auch nichts. So, die paar Rundballen kann man ja dann auch als Stroh einstreuen, nochmal reinschmeißen an beiden Stellen, ne? Und wir wollen ja sozusagen noch ein. Weiteren Kuhstall dann in Betrieb nehmen irgendwann. Oh ja, da geht schon ein bisschen Futter mal rüber. So. Das Ende naht. Nehmen wir noch einen Ballen? Ja, ich glaube schon, ne? Müsste knapp reichen, noch einen Ballen. Ach, das ist richtig, da langt noch richtig gut hier. So. Lassen wir sie denn leer, den Rest grubbern wir unter, ne? Ja. Machen wir sie aus. Heben wir sie hoch. So, den Rest, den grubbern wir oder mulchen wir halt mit unter. Da kommt es in grob, obwohl hier von den Haufen, naja, da liegt schon ein bisschen was, ne? Aber ja gut, na gut, gute 3.000, 4.000. So. Na, egal, weg damit. Ist nicht so das Allerwichtigste. So, jetzt ist die große Frage, aber ich glaube, ich werde sie nicht mehr hinten angehangen kriegen oder ich werde jetzt nicht da rückwärts so weit gut geschoben kriegen, dass ich sie anhängen kann. Das Einzige, was ich machen kann, ist mit Trick 27,5 hier versuchen, die irgendwie dahinter zu ziehen. Aua. Oder hinten dran zu schieben, dass sie dann einigermaßen hinten dran hängt. Die Uni-Rap. Und sich dann selber anhängt. Könnte klappen, ne? Ich könnte sogar schon zu nah dran stehen. Aber da kann man ja kurz anrucken. Oh, da hängt es hinten dran. Gut, dann gehen wir jetzt mit auf den ersten Anhänger. Na, so. F1, was steht drinne? Europaletten. Nee, das ist falsch. Wir haben jetzt Rundballen 125. E und da auch Rundballen 125. Genau, 105 haben wir übrigens. Ne? Könnte möglich sein. So, dann machen wir den an und dann machen wir den da vorne an. Und dann holen wir uns noch ein paar Rundballen zusammen. Upsala, falsche Richtung gefahren. So. F1 aus. Und dann fahren wir hier mal ganz gekonnt dran vorbei und sammeln noch ein paar Ballen auf. Wir müssen dann nur in den Koren aufpassen, dass wir nicht uns langlegen. Naja. Ah doch, wenn man das sieht, was hier so alles noch rumliegt so nebenbei, ja.
Wird immer noch auf die Idee kommen, dass man da wirklich noch einen ganzen Ballen beigepresst kriegt. So. Sind, glaube ich, immer 50.000 Liter ein Wagen voll, oder? Oder sind das 100.000? Jetzt haben wir eine Schicht. Das ist jetzt. Oh, 100.000 pro. Okay. Das ist okay. Dann kriegt man ja ein bisschen was mit hier mit dem Wägelchen. Ja, das sowieso einmal absetzen, damit sie dann sauber aufsetzen wieder, ne? Damit es dann nicht irgendwie Kraut und Rüben hinten hängt. So. Bestimmt auch richtig spannend aus hier von beiden, wenn man das beobachten würde, was ich hier treibe. Aber naja, das ist der hintere Hänger. Und dann ist eigentlich jetzt auch schon die Folge wieder zu Ende. Gucken wir mal. Oh, ist doch ganz gut geworden, müssen wir gar nicht absetzen. So. Dann ziehen wir hier mal rum und nehmen die nächste Bahn mit hier. Und laden fleißig auf. Mal kurzzeitig sind die hinteren Ballen denn nicht auf dem Wagen befestigt. Und wenn man in dem Moment immer irgendwelchen Blödsinn betreibt, dann wird es kritisch. Sieht man unten an der Zahl dann, dass die den gerade. Das könnte jetzt schon so ein Blödsinn gewesen sein, die geht aber noch. Sieht ja interessant aus, unser Zug hier, ne? Kann man nicht anders behaupten. Kann man nicht anders behaupten. Dann machen wir doch gleich mal ein Foto von. So, gut. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir die Ballen abliefern. Die Fahrt werde ich dann ohne euch machen. Dann werde ich die Ballen abliefern. Die ersten 40 einlagern. Gucken, wie viel wir noch reinkriegen. Ich denke mal, da werden immer noch die nächsten 40 auch noch reinpassen. Und dann müssen wir mal gucken, ob wir eventuell den ein oder anderen Ballen sogar dann im Segment Biogasanlage, glaube ich, oder sowas. Ne? Ich glaube, die nimmt das ja an. Nicht die Biogasanlage, sondern hinten das Heizkraftwerk. Ne? Das nimmt mir Strom mit an für gegen Entgelt. So. Da haben wir den Salat schon. So. Sehr schön. Gut. 200.000 Liter Stroh. Auf geht's. Bis denn. Tschüss.